the players. As we go, double dutch, both players from the Netherlands. Firstly, would you please welcome a World Grand Prix finalist. And ladies and gentlemen, looking for his second World Championship quarterfinal, the Titan, Dirk van Dijvenbode. Und damit das niederländische Duell im Ali Perli am letzten Tag in der letzten Dart-Session des Jahres 2022. Es könnte schon was ganz, ganz Großes werden hier. Und darauf freuen wir uns in exakt 16 Sekunden. So, der Ali Perli feiert immer noch brutalst hier Michael van Gerwen im Hintergrund ab, aber natürlich, Robby, auch Dirk van Dijvenbode immer mit seinem ganz speziellen Walk-On. Auch da nimmst du das Publikum mit. Ja, das ist schon inzwischen so ein Klassiker. Finde ich auch gut. Aber ich denke halt immer dran, man wird ja auch nicht jünger. Auch ein Dirk van Dijvenbode. Ich weiß nicht, ob der mit 45, 48... Die Säge kannst du immer bringen noch. Kannst du eigentlich immer bringen, ja. So, Michael van Gerwen. Wir sehen hier seinen First Nine Darts Average. 121,75. Robby, das ist eine mächtige Zahl. Erklär die doch mal den Zuschauern. Ganz kurz erklärt, dieser Mann trifft öfter die Triple 20 als die Single 20. So, verstanden? Ja, gut. So, damit geht's hinein ins niederländische Duell beim Ali Perli. Dirk van Dijvenbode startet hinein. So, vielleicht für alle Statistikfans auch so mal die Chancen von Dirk van Dijvenbode. Die Chance, dass er hier dieses Spiel gewinnt, liegt bei ca. 5% statistisch gesehen. Die Chance, dass er hier 4-0 gewinnt, liegt bei 1,5%. Also nicht viel. Nicht viel. So im Gesamten. Und die Chance, dass Michael van Gerwen hier das Spiel gewinnt, mit 4-1 zum Beispiel, liegt bei 25%. Also da sieht man auch schon. Das ergeben natürlich ein paar Werte, die zusammengeschmissen werden. Ja, natürlich. Das ist jetzt alles ein bisschen Zahlenspielerei. Ja, aber du machst das gerne. Ganz kurz. Du kannst das gut und du darfst das natürlich auch. Andere als wir erlauben ein Sieg. Wir geben dir so viel Freiraum. Ja, alles andere als ein Sieg von van Gerwen wäre eine Riesen, also wirklich eine riesige Überraschung, weil wir nicht nur von einem Match reden, sondern wir reden hier von einem Match, in dem man 4 Sätze gewinnen muss. Das heißt, das ist eine lange Distanz. Das ist schon eine längere Distanz. Und je länger die Distanz wird zwischen zwei Spielern, desto eher setzt sich dann
der bessere Spieler in den Statistiken durch. Auch wenn man so guckt, Van Dijvenbode spielt einen Jahresaverage von 97,1. 98,7 ist Van Gerven mit dabei. Das ist gar kein so großer Unterschied. Aber in diesen hohen Klassen, in denen die zwei sich bewegen, ist das schon eine halbe Klasse Unterschied. Weißt du, was das Schöne ist? Das erste Leck ist schon manchmal vorbei, einfach nur gespielt wird und die Zahlen keine Rolle spielen. Ja, genau. Und das Spiel beginnt mit einem Break von Michael van Gerven. Und Robby, wir hatten auch noch eine Statistik, weil du schon so fleißig dabei bist. Einen Michael van Gerven im Alley Pally zu schlagen, da musst du schon über 100 im Average durchgehend spielen. Jawohl. Alle seine... Jedes Mal, wenn er ausgeschieden ist, die letzten 9 oder 10 Jahre, ich weiß nicht, hat Van Gerven auch selber einen 100er Average gespielt. Macht heute sein 60. Spiel bei seiner 16. Weltmeisterschaft. Hat 9,48 davon bislang gewonnen, Michael Van Gerven. Und er wirkt in diesem Jahr, auch in seinen ersten Spielen, Robby, sowas von fokussiert gegen Louis Williams. Da hast du gemerkt, er will unbedingt. Hat Williams ab dem zweiten Satz nicht mal mehr ein Dart auf den Doppel gegeben. Gegen Mensur Suljovic, auch da ist er ja fast brachial gestartet. Aber hat ordentlich Gegenwehr von Mensur bekommen. Und wir hätten fast so einen Knackpunkt gehabt, als Michael van Gerven das Bullseye als Matchstart verweigert hat, sich stellen wollte und Mensur die 161 checkt. Hätte so ein Wendepunkt werden können, aber hat sich auch noch mal wieder die insgesamte Stärke von Van Gerven gezeigt, weil er den Satz danach einfach durchgerockt hat. Oh, lässt hier aus, gibt Van Dijvenbode die Chance zum Rebreak, 117. Triple 19 für Tops. Ja, Tops drin. Für Van Dijvenbode. Da ist das Break. Van Dijvenbode mit dem ersten High Finish in diesem Match. Auf was du so ein bisschen als Gegner spekulieren musst, Robby. Und das ist derzeit und auch in diesem Jahr, weil er 4 Majors gewonnen hat, weil er insgesamt 10 Titel in diesem Jahr geholt hat, Michael van Gerven. Hin und wieder hat er so Slums drin, wo die Doppel überhaupt nicht läuft. Und dann das da muss die grätschen. Da muss die grätschen. Ja. Auch in Serie. Jetzt auch gerade wieder 2 Darts auf Doppel verpasst. Da unten links immer hinter den Spielern. Siehst du das? Da unten im Publikum. Ja. Da ist wohl jemand aus Sachsen. Also ich glaube, das ist die sächsische Landesflagge. Bin mir nicht ganz sicher, aber das bin ich mir ziemlich sicher. Vorfahren der Engländer. Ohnehin ja auch heute unglaublich viele Deutsche wieder im Publikum gewesen. Der Nachmittag beim Match von Gavin Clemens wurde da ordentlich durchgerockt. Dirk van Dijvenbode, auch er, ja, einer, von dem man sagt, ist so ein nächster großer Major-Sieger, stand schon in dem Finale, aber für den ganz großen Wurf hat es dann eben noch nicht gereicht. Ja, ist ein bisschen zu wenig, 149 jetzt für Van Gerven. Van Dijvenbode hat 2 Pro Tour Turniere in diesem Jahr gewonnen. Stand insgesamt in 6 Finals. Insgesamt schon bis hierher ein gutes Jahr von Dirk van Dijvenbode wieder gewesen. Unter die Top 16 gespielt. Nächste Breakchance auf Doppel 20 jetzt für Van Gerven und die macht er direkt. Alles gebreakt bislang, die ersten 3 Legs hier in dieser Partie.
Und direkt Düwi greift direkt wieder an. Van Gerven ohne Triple. Immer noch. Jetzt ist eins dabei. Und du bist eigentlich gezwungen, beim Scoring bei Anwurf Van Gerven die 140er nur so regnen zu lassen. Ja, das Scoring stimmt noch nicht so bei Dirk van Dijvenbode in dieser Anfangsphase. Van Gerven ist ein bisschen genervt, glaube ich, auch von seinem Scoring. Das ist viel zu viel Single hier von Dirk van Dijvenbode. Ja, gibt Van Gerven wieder die Chance, hier reinzukommen. Switch ist auch noch nicht ganz so, wie wir ihn kennen. Jetzt muss der Titan hier mal vom Fleck kommen. Und das sieht, oh, das sieht schön aus. Und das ist die erste 180 in diesem Match. Der Titan ist ja wieder weggekommen vom Oberchinos. Er hat ihn zwar noch am Hemdkragen, weil er auf einer Oberschienenfarm in Holland arbeitet. Max hat uns das ganz schön erklärt, weil Max ihn ganz gut kennt und auch dort zu Besuch war, mal mit ihm trainiert hat auch. Hat dann einen Bürojob auf der Farm und auch ein Dartboard im Büro und vom Chef sehr viele Freiheiten, da auch zu trainieren. Ist immer nur mit dem Fahrrad unterwegs, weil von Trainingsgelände zur Arbeit, zu nach Hause, alles mit dem Fahrrad möglich. Und der Strand ist auch nicht weit bei Dirk van Dijvenbode. ...32 für den Ausgleich in den Legs. Das ist schwer. Den muss er da irgendwie zwirbeln und schafft das nicht ganz. Ich sag dir eins, gegen jeden anderen macht er den rein, aber gegen Van Gerven wird es schwierig. So, und der macht hier den ersten Satz zu. Michael van Gerven geht hier gegen Van Dijvenbode mit 1-0 in das Match von Gaga heute Nachmittag und dem ersten Deutschen, der in ein Viertelfinale einzieht. Kein Problem, jetzt die Smart TV App runterladen auf Apple TV, Android TV und Fire TV. Da gibt es viele, viele Spiele nochmal in der Zusammenfassung. Und Robby, wir sind gleich darauf aufmerksam gemacht worden, auch dank Social Media, dank euch da draußen. Das ist sowas von die sächsische Flagge. Ja. So, hinein ins Spiel. 140, der Start von Michael van Gerven in den zweiten Satz. Spielt hier 95,8 im ersten Satz. Michael van Gerven einfach auch, weil er vielleicht nicht zu mehr gefordert wurde von Dirk van Dijvenbode, der selbst hier 88 spielt. Aber eigentlich willst du das ja auch immer sehen, weil Michael van Gerven, wenn gefordert, Robby, ja einfach so steile Darts spielen kann. ...134, die nächste Aufnahme. Und Van Dijvenbode bekommt keine großen Triple. Jetzt mal eines, was ihm aber hier bei weitem nicht reicht. ...99, Van Gerven steht schon wieder ratzfatz hier auf 32 Rest, während sich Van Dijvenbode müht, irgendwas zu treffen. Die zweite 180 wird es immerhin noch. Aber allein dieser Blick, diese Entschlossenheit von Michael van Gerven. Und dann hat er mit dem dritten Dart das Doppel und holt hier das 1-0. Noch ist es ein suffisantes Lächeln von Dirk van Dijvenbode. Wenn es so weitergeht, Robby, vergeht ihm das ziemlich schnell hier. Ja, Van Gerven ist ja auch bekannt dafür, dass das Match schon lange vor dem ersten Dart beginnt. Er ist ja einer, der auch, wenn er in den Practice Room kommt, eine sehr spezielle Aura so ist hat. Ist das so? Naja, der ist schon relativ entspannt. Mal der ein oder andere lockere Spruch, auch in Richtung Gegner, wenn er sich danach fühlt.
Er ist schon sehr selbstbewusst, zumindest beim Darts. Gibt es eigentlich, Robby, so Geschichten aus dem Players Room? Oder bleiben alle Geschichten im Players Room? Die bleiben alle im Players Room. Das ist. Aber es gäbe viel zu erzählen, oder? Natürlich. Wie in jedem Sport, denke ich mal. Wie in jedem Sport. Geht nicht mehr. Breakgefahr wieder für Van Dijvenbode. Triple 17, Doppel 20. Erster Pass, Doppel 20, zwei Darts fürs Break. Wird ganz schnell ausgemacht hier. Und das ist so eine Zahl, Robby, wie diese 91 mit zwei Darts. Das ist Qualität. Ja. 5 von 9 aufs Doppel bei Van Gerven, knapp 60%. Das ist schon. Und mit einer 134 gleich wieder rein ins nächste Leg, um gleich mal wieder vorzulegen. Um Van Dijvenbode zu zwingen, eigentlich noch mehr aufzunehmen, um eine Chance gegen die Darts zu haben. Ich finde, Van Dijvenbode hat seine Chancen gehabt im ersten Satz. Hat er nicht genutzt. Und jetzt hat man das Gefühl, Van Gerven marschiert einfach. Und Döwi muss sich was einfallen lassen. Also so, auch jetzt mit einer 58, in diesem Satz wird Van Dijvenbode keine Rolle mehr spielen. Schau dir das an. Das ist gut, das ist hoch, das ist souverän. Das ist auf den Punkt gespielt von Van Gerven bis hierhin in diesem zweiten Satz. Perfekt gestellt hier auf die 170. Könnte aber keine Rolle mehr spielen. Triple 18 für Tops. Doppel 10. Verpasst. Ausgelassen. Minimalchance. Van Dijvenbode. Erster muss kommen. Der kommt. Der zweite kommt. Bullseye. Oh! Und der Van Dijvenbode spielt hier aus dem Nichts den nächsten Big Fish. Der vierte im Turnier. Und das ist vielleicht einer, der seinem Spiel jetzt einen Push gibt. Die Ecke springt auf bei Dirk van Dijvenbode. Ja, Van Gerven vielleicht so ein bisschen geschockt. Zum zweiten Mal heute Abend jetzt schon, Robby. Läuft heute. Was ein Tag bei den Darts. Der Druck ist dann jetzt bei Lou Humphries und Bunting. Da wollen wir auch einen sehen. Vor allem Bunting ja leidenschaftlicher Angler. So, und der Hinweis für euch natürlich auch auf die European Darts Galas. Die starten gleich am 5. Januar, zwei Tage nach dem WM-Finale in Neu-Ulm. Es geht am 4. Februar in den Europapark. Es geht im März an den Nürburgring, nach Lingen im Dezember, dazu Köln und Magdeburg. 8. und 9. die Nacht der Stars, der Weltmeister. Michael van Gerven ist da bei fast allen Galas mit dabei. Die Infos dazu auf der Homepage der PDC Europe. Stehen bei Van Gerven, spielt das perfekt mit der Triple 18 für 16 Rest. Van Dijvenbode, Doppel 12. Muss raus hier. Doppel 6. Und lässt liegen Van Dijvenbode. Aber wenn du sowas nicht mitnimmst, Robby, dann ist so eine 170 ganz schnell verpufft. Ja, die ist dann auf jeden Fall nicht mehr viel auch wert. Hier letzter Dart in der Hand und wieder macht er es mit dem letzten Dart. Michael van Gerven holt sich auch Satz Nummer 2.
Technisches Duell, Achtelfinale, Ali Pally. Und die Gesichtsausdrücke sagen einiges aus, denn dieser Mann, Michael van Gerwen, ist sowas von oben auf. Führt mit 2:0 in den Sätzen. Und Robby, ganz kurz, zwei Legs bislang von Van Dijvenbode. Dazu musste er die 117 und die 170 checken. Ja, er hatte noch ein paar andere Chancen aufs Doppel, aber insgesamt kommt er nicht wirklich ran an Van Gerwen. Nee, da sind viele, viele so kleine Luftlöcher dazwischen. Da kommt er nicht raus. Und diese 170, die er gecheckt hat, ja, schön für uns, fürs zum Zuschauen, fürs Auge. Satzformat bringt dir eben nichts. Der Satz ist trotzdem weg. Und damit hinein in den dritten Satz. Dirk fängt an. Noch mal so einen kleinen Restart versuchen, Dirk van Dijvenbode. Alles besser machen. So, jetzt ist das eine Gelegenheit, davon zu ziehen, was für Selbstvertrauen zu tun für Dirk van Dijvenbode. Er hat natürlich mittlerweile auch einen eigenen Anspruch und einen sehr hohen Standard, Robby Dirk van Dijvenbode. Zweite 180 von Van Gerwen. Muss er auch haben. Ich meine, er will nach vorne marschieren. Er ist jetzt die Nummer 3 bei den Niederländern hinter Van Gerwen und Noppert. Aber stand auch schon wieder in seinem zweiten Major-Finale in diesem Jahr. Ja. Verlor beide seine Major-Finals gegen Gerwen Price, World Grand Prix. Robby 20 oder 21. Und dieses Jahr World Series Finals. Genau. World Series of Darts Finals haben wir auch zusammen hier kommentiert. Nicht wir zwei, nee. Aber ich war dabei. Das Jahr war auch hier lang. Von Van Gerwen. Bouncer aus der Triple 20. Van Dijvenbode trotzdem noch eine 120 rausgeholt. Man dachte ja wirklich, das wird ein echtes Darts-Festival hier, Robby, dieses niederländische Duell. Ist es bislang nicht. Was sagst du? Ja, es ist eben geprägt davon, dass Van Dijvenbode bisher zu viel liegen lässt. Deswegen warten wir mal ab. So, jetzt 134 für 112 Rest. Und da muss Van Dijvenbode mindestens mit. 140 wäre es für ihn. Bleibt auf der Triple 18. Auch das ist eine gute Aufnahme von Van Dijvenbode. Triple 19 für Tops noch gespielt, obwohl der erste nicht funktioniert hat. Schönes 112er Finish von Michael van Gerwen. Sein erstes High Finish. Und wir haben hinten die Zitrone im Gesicht von Dirk van Dijvenbode gesehen. Als Van Gerwen das checkt. Vierte 180. Dirk. Auch so eine 180 gegen Van Gerwen zu spielen. Robby rüttelt den ja auch immer wieder auf. Nicht bestätigt diese 180 mit der 57 von Dirk van Dijvenbode. Und mit zwei Trippeln geht er hier wieder vorbei, Van Gerwen.
Ist ja nicht der Spieler, Robby, der unbedingt immer die 180er spielen muss oder auch will, Michael van Gerwen. Aber kann. Er kann natürlich, aber er weicht auch oft aus, wenn die ersten zwei passen auf die Triple 19, auf die er ebenfalls sehr stark ist. Kleiner Fehler jetzt im Spiel von Michael van Gerwen. Stellt sich aber auf 12 und van Dijvenbode bei eigenem Anwurf schon wieder so ein bisschen unter Druck. 76. Am liebsten natürlich der erste direkt rein in die Triple 20. Bleibt oben für die Doppel 18. Ja, und das funktioniert. 2-1 Dirk van Dijvenbode. Er hebt seinen Standard jetzt deutlichst an Dirk van Dijvenbode mit seiner fünften 180. Spielt nach 88, 94. Jetzt in diesem Satz im Gesamtaverage über 97. Also er tastet sich ran. Man muss nur schauen, dass das Tasten nicht zu lange dauert. War ja schon bei 8 Perfekten bei dieser Weltmeisterschaft. Hat das Problem, dass er die Doppel 12 wohl nicht so gut kann. Nach eigenen Aussagen. Ja, hat er auch gesagt, das ist sein schlechtestes Doppel mit Abstand. Und er sagt von sich selbst, dass er mindestens schon 20 Neun-Darter wegen der Doppel 12 vergeben hat. Wow. Oh, jetzt aber. Das sieht jetzt nach seinem ersten Satzgewinn aus, kommt gleich wieder dran. Mit der 9 für Doppel 16, Dirk van Dijvenbode. Und stellt jetzt zum ersten Mal sein Average über 100. Verpasst nochmal, das gibt's jetzt ja gar nicht. Ungerade wieder, das gibt's doch wirklich nicht. Gibt van Gerwen doch nochmal die Chance, der geht über die 20. Triple 20. Immer noch möglich, ja. Triple 20 Doppel da, 18. Doppel 18. Und es hätte zum bisherigen Spielverlauf gepasst, wenn er das gecheckt hätte. Setups, wieder Dirk van Dijvenbode. Doppel 4. Doppel 4. Und damit gewinnt Dirk van Dijvenbode jetzt seinen ersten Satz. Robby, könnte so eine Trendwende einläuten und ist genau so eine Situation in diesem Satz gewesen jetzt, in dem van Dijvenbode gut scored. Van Gerwen nicht auf die Doppel, lässt eigentlich nur zweimal im gesamten Satz und in dem van Gerwen so ein entscheidendes Doppel mal ausgelassen hat. Ja. Das zeigt aber auch ein Standard. Dirk van Dijvenbode kam hier nur mit 380ern durch den Satz. Also da muss er fast kontinuierlich solche Sachen spielen pro Satz. Er muss auch so ein bisschen darauf hoffen, dass van Gerwen immer mal wieder so ein, zwei Runden ohne Triple vor allem hier einstreut. Und solche Lecks muss er weglassen. Er muss wirklich versuchen, jedes Leck zu attackieren, weil eben die Gefahr durch van Gerwen gebreakt zu werden allgegenwärtig ist. So, 170 will er auch. Er geht drauf. Hätte er nicht müssen. Aber auch das ist sowas. Gegner spielt im Match gegen ihn eine 170, dann will er das auch wieder matchen, Robby. Und vielleicht noch eine zweite hinterher spielen. Damit die Statistik auch bereinigt ist. Erstens, weil er es kann und zweitens, weil er es dem Gegner halt immer zeigen will, dass er es besser kann. Doppel 8. 14-0. Guter Switch hier.
Spielt auch exzellent auf die Triple 19, Dirk van Dijvenbode. Auch da bei Van Gerwen zu sehen, das ist praktisch dreimal exakt der gleiche Wurf, Robby. So eng stecken die. Und nochmal der Hinweis für euch, die PDC Europe in Deutschland oder in Österreich 2023. Es gibt Kiel, München, Jena, Riesa, Sindelfingen, Hildesheim, Frankfurt, Dortmund, Trier und Graz. Alle Infos dazu für euch auf der Homepage der PDC Europe. Doppel 16. Wow. 114 jetzt für Van Dijvenbode. 200 plus Checkouts hat er schon. Erster Pass. Zweiter Pass. Tops. Tops. Nächstes High Finish Van Dijvenbode. Robby, wir kommen langsam an so einen Punkt, in dem man das Gefühl hat, Dirk Van Dijvenbode, der kann natürlich noch viel mehr. Und der schiebt jetzt langsam an. Ich glaube auch, ja. Es könnte aber sein, dass diese ersten zwei Sätze, die an ihm vorbeigefahren sind, im Eiltempo ihn noch kosten könnten. Wie viel Kraft, wie viel Fokus hat er noch für den Rest des Matches? Auch wenn er diesen Satz jetzt vielleicht gewinnt. Aber Van Gerwen, der denkt nicht mal dran, ihn das zu gewinnen. Ist ja noch gar nicht gewonnen. Ja. Auch hier spielt Van Gerwen sein Leg, dass er anfängt, wieder vorne weg. 84 stehen. Und Van Dijvenbode hechelt da wieder hinterher. Triple 20, Doppel 12, Triple 16. Kann sich in aller Ruhe stellen. Mal wieder nach 12 Darts auf einem Doppel. Besser kannst du das eigentlich fast nicht spielen, wenn der Gegner so weit nicht auf Finish ist. Ja. In aller Ruhe. Und je weiter das Turnier auch so voranschreitet, je mehr muss man dann auch zugeben, dass Van Gerwen wirklich schon der absolute Favorit ist hier auf den Titel. Das ist das dritte Leg zum 2:1 Van Gerwen. Na, er kommt, Van Dijvenbode. Auch sein Kampfgeist erwacht irgendwie. Aber da muss ich nach so einem Match dann auffahren. Wieso nicht von Anfang an, Robby? In dem Duell, das natürlich auch in den Niederlanden und auch bei den niederländischen Kollegen richtig groß aufgemacht war. Ja. Kein Finish für Van Gerwen. Van Dijvenbode muss jetzt gucken, dass er zweistellig wird, glaube ich. Keine Chance mehr. Das ist zu wenig. Viel zu wenig. Das ist eine Einladung jetzt auch für den grünen Überspieler. Ja, und mit zwei Trippeln. 53. Triple 20, Triple 19. Fängt über die Triple 19 an, okay. Viertes High Finish. Triple 20. Nee. Den Weg verstehe ich jetzt auch nicht. Er ist ja eigentlich der Spieler, der von oben nach unten spielt. Fängt da unten an, diese, auch wenn es natürlich ein weiter Weg ist, trotzdem wäre es für mich, für ihn natürlicher, oben, unten und wieder rechts. Doppel 16 für den Satz. Und der lässt ihn aus.
Und langsam lässt er wirklich viel aus auf die Doppel, Michael van Gerwen. Van Dijvenbode. Oh. Und das sind Chancen, die darfst du gegen van Gerwen nicht liegen lassen. Doppel 4. Gut, vielleicht darfst du sie manchmal doch liegen lassen. Das ist jetzt so eine Phase, die immer wieder kommt bei van Gerwen. 2-2 in diesem vierten Satz. Dirk van Dijvenbode hat Michael van Gerwen bislang zweimal gebreakt in diesem Spiel. Einmal mit der 117, einmal mit der 170. Ja, und du hast auch jetzt das Gefühl, es muss wahrscheinlich wieder ein High-Finish sein. Wenn er überhaupt hinkommt, startet mit einer 47 hier gegen die Darts. Ich finde auch die Körpersprache heute nicht gut von Dijvenbode. Die ist anders, die ist nervös, die ist ungeduldig. Gegen Ross Smith hattest du das Gefühl, da ist der Fokus und die richtige Anspannung da in diesem Spiel. Das ist immer wieder im Spiel von van Dijvenbode, auch unter dem Jahr, Robby. Er findet hin und wieder Punkte, in denen er sich eigentlich selbst angreift, was völlig unnötig ist und sich komplett aus dem Konzept bringt. Doch das muss man sagen, in diesem Satz ist das keinesfalls ein Überspiel von van Gerwen. Boah, trifft da an Bord nicht mal mehr die guten Freunde im Moment. Kommt hier nicht mehr vom Fleck. Und jetzt mit der Triple 20 und mit der sowieso ist dieser Satz zu Ende. Mit der 180 Nummer 3 van Gerwen für 24 Rest. Und damit wird er in den Sätzen mit 3-1 in Führung gehen. Egal, was van Dijvenbode hier noch wirft. 90. So, er lässt jetzt auch nicht mehr aus. 3-2. Michael van Gerwen führt im niederländischen Duell mit 3-1. Benötigt noch einen Satz. Da geht's und im Moment, wir sehen das hier an der Fieberkurve der Averages, geht's vor allem im vierten Satz. Steil nach unten für Dirk van Dijvenbode. Spielt hier nur einen 75er Average in diesem vierten Satz. Einziges Highlight eigentlich, Robby, das 114er High Finish zum zwischenzeitlichen 1-1. Ja, mehr gab's da irgendwie nicht zu erzählen. Und das, obwohl van Gerwen auch in diesem Satz ordentlich auf Doppel ausgelassen hat. 2 von 9. Also 7 daneben. Da waren also, da wären die Chancen für van Dijvenbode schon da gewesen. Jetzt mit 3-1 Rückstand, Robby, ist das schon ein hartes Brett, das er noch zu hämmern hat. Ja. Michael van Gerwen steht im Moment auf 101,2 im Average, wäre sein dritter 100er Average in Folge bei dieser WM. Und wieder bringt sich van Dijvenbode irgendwie wieder selber in Bedrängnis in so einem Satz, den er im, oder in so einem Leck, das er im Griff hat. 151. Braucht jetzt hier dringend einen Triple, zumindest zum Stellen. Ja, da ist es. 71 stehen. 50. Darf jetzt auch nichts mehr auslassen hier auf Doppel.
Van Gerven. Spielt die 90 für 78. 18 Tops. Eigentlich eine einfache Übung. Und er lässt hier weit aus mit dem zweiten Van Dijvenbode. Einen auf Tops wird es geben für Van Gerven. Zum Break. Und den nimmt er. Das Break gleich zu Beginn hier in den fünften Satz hinein, Robby. Also Dirk Van Dijvenbode braucht ein großes Dartswunder. Der rutscht hier unter 90 im Average jetzt. Das ist 10 Punkte weniger als Michael Van Gerven. Also da musst du aber auch sagen, Scores waren ja da teilweise. Auch die High Finishes waren da. Checkout-Quote 31,8% ist jetzt nicht ganz überragend schlecht, aber das sind die Dinger. Zu wenig. Immer wieder ohne Triple. Immer wieder ohne Triple. Und Van Gerven braucht ja nicht viel. Der wirft eine 100 mal eine 140 und dann ist das Leck eigentlich schon vorbei für Dübi. Und du siehst aber auch, dass es sogar viele Chancen gegeben hätte für Van Dijvenbode. Michael Van Gerven ja auch viel hergegeben hat, trotzdem aber wieder ein Average von 100 anjustiert insgesamt. Und das ist dann schon Upper Class Standard. 96. Das, irgendwie das Komische auch als für Van Dijvenbode Fans wahrscheinlich oder Supporter oder Bewunderer, wie auch immer. Die Fähigkeit, Michael Van Gerven zu besiegen, die ist da. Aber irgendwie scheint es im Kopf eine Barriere zu sein, warum er da nicht sein Spiel hinzaubern kann. Was der für Nervenstärke, was der für Powerscoring, was der für unfassbare Momente gegen Ross Smith kreiert hat. Ja. Davon ist nichts mehr zu sehen. Aber Robby, das ist ja auch lange, lange Arbeit, lange Jahre und viele Erfolge, dass sich ein Michael Van Gerven sowas selbst aufgebaut hat. Genau, ja. Das ist wieder diese Aura. Ein Leg noch bis ins Viertelfinale für Michael Van Gerven. Im letzten Jahr hat man auch schon vergessen, wegen Covid-positiv musste er das Achtelfinale gegen Chris Dobie sausen lassen, die WM verlassen. Vor zwei Jahren gab es im Viertelfinale eine herbe 0-5-Klatsche gegen Dave Chisnell bei Michael Van Gerven. Und wenn man so will, ja, das letzte Mal, dass er den WM-Titel geholt hat, war dann schon 2019. Also 4 Jahre her, Michael Van Gerven, ist für ihn eine endlos lange Schleife. Sein Ziel ist ja auch wieder die Nummer 1 der Welt zu werden. Gewinnt er dieses Turnier, ist er's. Dann ist er wieder die Nummer 1 der Welt. Und dann sage ich dir eins, wenn er das schaffen sollte, das Ding lässt er auch nicht mehr los eine Weile. Die Nummer 1. Abgelöst ja nach dem WM-Finale 2021, als Gervin Price gewann. Zuvor 7 Jahre durchgehend die Nummer 1 der Welt. Bringt sich in Position Van Dijvenbode. Sollte schauen, dass er hier die 84 rauskriegt. Doppel 18, Doppel 9. Chance zum Match für Michael Van Gerven. 120, das Shanghai Finish. So, erster Pass. Einen auf Single und jetzt der erste Matchstart für Michael Van Gerven. Und der geht mit dem Shanghai Finish ins Viertelfinale und bezwingt Dirk Van Dijvenbode hier im niederländischen Duell mit 4:1. Und damit die Möglichkeit für euch im Gewinnspiel nochmal abzusahnen zur Jahreswende 01379-700-700. Ruft an, 100.000 sind im Jackpot, Kennwort Darts oder schnell eintippen an die 40-400 und dann meldet sich gleich Jana aus dem Early Pally.